Ja, hallo und herzlich willkommen zu Was heißt schon systemrelevant? Wir sind das System. Das ist die digitale Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung zum Internationalen Frauentag 2021. Was wir aber in der Corona-Pandemie gleich am Anfang festgestellt haben und was sich dann auch im Verlaufe bestätigt hat, ist, Frauen schultern hier die Hauptlast. Frauen sind überproportional in den sogenannten systemrelevanten Berufen tätig. Es ist, wenn wir die vielen Personen jetzt uns anschauen, die in dieser Krisenzeit sich um ihre Angehörigen gekümmert haben, ihre Kinder im Homeschooling betreut haben, ihre Angehörigen zu Hause gepflegt haben, dann haben wir gleichzeitig die Kehrseite der Medaille nämlich im Blick, und das ist die unbezahlte Sorgearbeit. Einen Artikel geschrieben und hat das, was jetzt notwendig ist, einen Großputz genannt. Und ich fand das Wort eigentlich ganz gut, aber auch irgendwie wiederum Stereotyp. Also vielleicht finden wir noch einen anderen Begriff dafür. Was war also unsere Aktion? Wir haben diese digitale Veranstaltung mit einer Kampagne vorbereitet und haben Postkarten verschickt. Ich hoffe, Sie haben ganz viele davon bekommen. Also die Danke-Postkarte oder auch die Bitte-Postkarte. Und danke natürlich auch als ein Zeichen an alle Frauen, die Zeit ist gekommen, Ihnen herzlich zu danken und Ihre Leistung anzuerkennen. Aber diese Anerkennung kann sich eben nicht nur in diesem Danke erschöpfen. Die Bitte dann natürlich als Aufforderung, dass Frauen eben nicht nur gehört werden müssen, sondern dass auch ihre Bedürfnisse viel stärker in diesen strukturellen Veränderungen, die ich gerade versucht habe anzusprechen, ganz kurz, dass sie in diese strukturellen Veränderungen des Systems einfließen müssen. Arbeit braucht Geld und sie braucht Zeit und sie muss geschlechtergerecht aufgeteilt werden. Ja, bei einem sind wir uns wohl einig. Das vergangene Jahr und in diesem Jahr setzt es sich fort. Es hat uns sehr viel abverlangt und es steht wohl außer Frage, dass es den Frauen, wie wir es eben auch schon gehört haben, ganz im Besonderen viel abverlangt hat, weil wir ja diese Gesellschaft und andere Gesellschaften eben in einer doppelten Funktion stützen und tragen, wie wir es auch eben schon hörten, in den lebensnotwendigen, in den systemrelevanten Berufen und zugleich in der Sorgearbeit, die überdies dann eben noch unbezahlt bleibt. Ich will auch gar nicht drum herum reden. Also mittlerweile ist vorbei. Ne? Also der Drucker ist an allem schuld. Die alle sind immer an allem schuld und nichts passt mehr, nichts gefällt mehr. Und die haben schon den Keller umgeräumt, die Zimmer umgeräumt, die haben schon alles gebacken, alles gekocht. Also mir fällt auch nichts mehr ein, wie ich da nochmal für Stimmung sorgen kann. Und ich glaube, so geht das vielen, vielen Eltern. Da hat sich tatsächlich alles sehr, sehr deutlich nochmal gezeigt, wie wackelig im Grunde genommen unser ganzes System war, was wir uns Frauen so aufgebaut haben. Und wir alle haben irgendwie so ein Betreuungs- und Organisationsgerüst. Und wenn dann so ein Teil da rausbricht, dann merkt man auch, dann zerfällt das Ganze dann auch, weil wir immer alles auch drumherum dann auch organisiert haben. Und in so einer Pandemie wird natürlich sehr, sehr deutlich, dass das so, also dass es am System liegt und nicht, weil wir nicht gut organisieren können, sondern das System, wenn das sozusagen nicht richtig funktioniert, dann funktioniert sozusagen auch alles drumherum dann auch nicht mehr. Aber die Frauen, die sind seit dem ersten Tag an, ich sage das jetzt einfach mal so, die sind am ersten Tag an der Front, da gab es keinen Lockdown. Also alle reden, wie genervt sie jetzt davon sind, aber es gibt bestimmte Bereiche. Viele Frauen arbeiten in den Berufen, die haben vom ersten Tag an dieser Corona-Pandemie keinen einzigen Tag Lockdown erlebt. Ganz im Gegenteil, sie haben dann aufgeregte Kundinnen, sie haben verschreckte Patientinnen. In den Alten- und Pflegeeinrichtungen haben wir auch gehört, wie schwierig das hier auch gewesen ist, weil auf einmal die Angehörigen nicht mehr kommen durften. Also neben dem, was sie sowieso schon zu leisten hatten, sind ja auch noch mal mehr Themen dazugekommen. Natürlich auch die Sorge, auch um die eigene Ansteckung. Ne? Also wenn sich dann Profifußballer hinstellen und sagen, wir möchten zuerst geimpft werden, was für ein Hohn an alle Verkäuferinnen und Verkäufer, die echt vom ersten Tag an da stehen. Also alleine schon, dass einem so etwas einfällt, das zu fordern. Klatschen allein reicht nicht, Sonderzahlung war auch okay, aber immer noch nicht ausreichend. Aber letzte Woche ist eigentlich etwas Unfassbares passiert. Da hat die Caritas es verhindert, dass es einen allgemeinverbindlichen Tariflohn in der Altenpflege gibt.
Und da war auf einmal der Aufschrei gar nicht mehr da. Und ich habe dann auch gedacht, so, sag mal, hey, warum sind es wieder wir Frauen, die sich jetzt, die das sehen und merken, natürlich auch die Gewerkschaften, die ja auch stark kritisiert haben und einige Teile aus der Politik, also wir natürlich auch. Wir brauchen eine gute Infrastruktur, wir brauchen zusätzliche Geldleistung, aber wir brauchen auf jeden Fall auch mehr Zeit. Also dass wir da wirklich viel, viel fordernder sein müssen. Nicht mehr darauf warten, dass man gesehen wird oder eine Sichtbarkeit hier hat. Und genau, die Pandemie dürfte diesen Trend verschärfen. Das haben wir ja jetzt schon einige Male genannt. Und woran liegt das jetzt? Sicherlich nicht daran, dass die Mütter alle faul auf der Couch liegen, sondern eben, wir sehen das, wenn man Erwerbs- und Sorgearbeitsstunden zusammenzählt, die Frauen und Männer hier im Land etwa gleich viel Arbeit leisten, Frauen etwas mehr sogar, aber sie werden eben viel weniger dieser Zeit bezahlt. Das sich aber eben auch daraus, dass Frauen auch beruflich Sorgearbeit häufiger leisten und diese viel schlechter bezahlt wird als Arbeit mit vergleichbaren Anforderungen in männlich dominierten Branchen. Auch das klang schon an. Und das ist eben Grund, weshalb die Initiative Equal Care Day gerade auch immer wieder betont, dass zur Lösung des Problems wirklich das gesamte Sorgesystem angeschaut werden muss. Ne? Nicht nur eben die private oder die berufliche, sondern das eine hängt klar mit dem anderen zusammen, sowohl ursächlich als auch dann in den Dynamiken. Wirklich ein klares Signal aufzusetzen, dass wir alle uns an dieser Arbeit beteiligen können und müssen, weil wir alle von ihr abhängig sind. Also es wurde immer stehen geblieben bei, ja, für die Familien ist das jetzt eine Herausforderung. Das ist eben wirklich zu einer Herausforderung für uns alle zu machen. Ich bin Nora, ich bin Grundschullehrerin, ich bin verheiratet und habe 3 Kinder. Hier an dieser Grundschule arbeite ich seit 2014. Also das Schlimmste war eigentlich dieses Zerrissensein zwischen, ich möchte ein guter Arbeitnehmer sein und ich möchte auch meinen Schülern und auch den Eltern gerecht werden und auf der anderen Seite natürlich auch meinen Kindern gerecht zu werden. Was dann leider wirklich zu kurz kam, war dann die Zeit für einen selbst. Also mir fehlt gerade die Wertschätzung, dass einfach gesehen wird, was wir als Eltern leisten und was auch alle systemrelevanten Berufe gerade leisten. Alle Frauen sind Corona-Heldinnen, denn sie leisten gerade Unmenschliches. Sie gehen über ihre Belastungsgrenzen hinaus. Ja, aber was ich mir wirklich als Wertschätzung wünschen würde, ist, dass die Lage von den Eltern einfach sichtbarer wird. Und uns fehlt irgendwie eine Lobby. Und die Eltern, die sich einsetzen könnten, haben keine Kraft mehr, habe ich den Eindruck.